Das sind unsere Großeltern. Sie hatten 200 Dinge. Das sind unsere Eltern. Sie hatten 650 Dinge. Und das sind wir. Wir haben im Schnitt 10.000 Dinge. Und jetzt? スマホ依存症のパウル。コンプレックスの塊のトニー。物に囲まれ、充実した日々を送る親友の二人だったが。Paul ist immer noch sauer, weil wir jetzt alle wissen, was er für eine Konsumschlampe ist. Warum heute auch so viele Muckis? Und meine Tauchausrüstung. Keine Disziplin! Ausziehen, 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 ausziehen! Okay, jetzt ganz logisch. Blöße bedecken, wärmen, anziehen. Wärmen, anziehen, abtrocknen. Mein Handy. Meinst du nicht, du solltest langsam mal deine Kontaktlinsen kaufen? Kann mir keine kaufen, ohne sehe ich nichts. Oh Gott! Du kannst einfach nicht allein sein. Deine Dinge besitzen dich. Weil dir nichts fehlt, kein Stück. Du bist perfekt. Du weißt gar nicht, wie es ist, wenn dir jemand fehlt. Ihr braucht mal was Echtes in eurem Leben. Ob die Dinge, die wir kaufen, wirklich Freude in unser Leben bringen oder nur unsere Wohnungen vollstellen. 勝負の果てに二人が見つけた本当に大切なものとは100日間のシンプルライフ。